Hallo und herzlich willkommen zurück zu Payday 3. Ja, die ersten, ich denke, zwei Updates sind inzwischen im Spiel angekommen. Und das zweite Update hat sogar zwei neue Heists, beziehungsweise zwei neue Missionen mit ins Spiel reingebracht. Und darüber hinaus wurde ein bisschen was überarbeitet. So ein paar alte XP-Farm-Methoden, die gehen jetzt nicht mehr. Und sonst, dann gibt es, denke ich, hier noch irgendwo eine neue Waffe, also nicht eine Standardwaffe, aber hier irgendwo bei diesen Special, bei den vorgefertigten Waffen, da ist irgendwo was Neues dabei. Es könnte die hier gewesen sein, K4 Monument. Oder nee, hier, Compact 7 Lycan, die ist definitiv neu. Da ist so ein Werwolf auf der Seite drauf und die Augen von dem Werwolf leuchten so schön. Die ist auf jeden Fall neu drin. Und sonst... Sonst wurde hier, denke ich, nicht so viel hinzugefügt. Eine Maske sollte noch dazugekommen sein. Eine Maske... sogar was Neues ins Spiel reinbringt. Genau, hier eine vorgefertigte Maske. Hier auf keinen Fall. Eine vorgefertigte Maske, die sieht so aus wie so eine Mumie. Da hängen an der Seite so ein paar Bandagen runter und die wackeln wirklich. Das heißt, Masken werden in Zukunft teilweise auch Physics haben. Ist nicht schlecht an sich. Nur gefällt mir das Design jetzt nicht ganz so sehr. Einfach so eine Mumie, das ist ein bisschen... Naja... Ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber es passt nicht so wirklich zur aktuellen Season. So, hier beim Schneider hat sich, denke ich, nicht so viel getan, schätze ich. Und hier dann wohl auch nicht. Die Herausforderungen wurden ein bisschen überarbeitet. Und hier werden auch schon empfohlene Herausforderungen angezeigt. Das heißt, Herausforderungen, bei denen man schon besonders weit ist. Und bei der oberen Herausforderung steht 1 von 1. Das ist irgendwie so nicht ganz richtig, oder? Naja, egal. Es gibt auch einen neuen Fertigkeitsabschnitt. Hier, Schlepper. Und mit dem kann man auf einem späteren Upgrade sogar zwei Taschen auf einmal tragen. Sehr, sehr awesome ist. So, ich habe das nur leider noch nicht gelevelt, deshalb kann ich es noch nicht zeigen. Und dementsprechend gehe ich mit... Hier. Mit diesem... Standard. Fertigkeitspack Pack rein. Das sind so hier die Standarddinge, die ich bisher immer drin hatte, wenn ich, keine Ahnung, so die Missionen zum ersten Mal durchgespielt habe. Es ist halt so ein bisschen was von beidem. Ja, hier bei den einen Lane, wenn man geschnappt wird, kann man nochmal entkommen. Beziehungsweise es ist auch einigermaßen gut für Stealth. Ja, das ist ein gutes Pack. Damit gehe ich rein. Weil ich hier, denke ich, doch noch ein bisschen was abändern werde. Hier hätte ich gerne schweres Futter. Weil ich nämlich auch genau weiß, was hier heute auf uns zukommen wird. Hier... Und bei den Waffen soll ich die hier... Okay. Bei den Waffen will ich irgendwie nicht so ein Standard-Ding nehmen. Wobei die SAA 144 doch sehr, sehr gut ist. Ich nehme die. Ich nehme die Waffe und als Zweitwaffe die... Ja.
Lucky Strike 7. So, Wurfobjekt. Ja, das passt. Okay, ja, hiermit gehe ich rein. So, und die neuen Heists finden sich, denke ich, nicht hier. Nee. Die sind nämlich nicht so wirklich storylastige. Also es gibt schon noch eine Story für die Heists. Aber sie zählen nicht hier in die Payday 3 Story rein. So, klassische Überfälle. Turbid Bahnhof, das ist die Murky Station. Und Kochwettbewerb. Und heute gehen wir in Kochwettbewerb rein. Friends, I found a new job I think you'll be interested in. Remember that meth you stole for Hector Morales back in the day? Well, that recipe's been off the market for years, but just recently it's made a resurgence on the East Coast, even purer than before. I tracked the supply chain to a lab in upstate New York. You chops old hats at raiding these little shitholes. You just go in, bag up some drugs, and we'll sell them for a nice profit. Easy money. Some gangster types have the house under heavy guard, huh? I don't think stealth is an option here. Be ready to take the goods by force. Kochwettbewerb. Erinnert ihr euch an das Meth, das ihr damals für Hector Morales gestohlen habt? Das Rezept ist schon seit Jahren vom Markt, doch an der Ostküste ist es kürzlich wieder aufgetaucht. Ich habe die Lieferkette bis zu einem Labor in Upstate New York verfolgt. Ihr alten Haudegen wisst, wie man diese Dreckslöcher ausraubt. Geht da rein, sackt die Drogen ein und dann kassieren wir schön ab. Das Haus in diesem Fall tatsächlich klein geschrieben. Das Haus wird von ein paar Gangstertypen schwer bewacht. Schleichen ist hier wohl keine Option. Reißt die Beute mit Gewalt an euch. Ja. Dieser Heist ist ein lauter Heist. Hier gibt es keinen Stealth-Modus, den Stealth-Weg kann man hier nicht gehen. Und der Payout ist auch nicht schlecht. Aber ich denke, ich gehe wieder auf schwer rein, wie auch bei den letzten paar Malen immer. Ja, ich gehe auf schwer rein. Und ich hoffe, dass ich hier nicht allzu stark auseinandergenommen werde. So. Links unten hat man jetzt im Übrigen auch die Möglichkeit, die Stimmen stumm zu schalten, wenn man Heists immer wieder durchspielt und nicht von den ganzen Durchsagen immer und immer wieder genervt werden will, da kann man die einfach stumm schalten. Ist schön, dass das Feature jetzt endlich drin ist. So, und da sind wir auch schon in der Lobby drin. Ich denke, Vorteile, ja, missionsspezifische Vorteile haben wir noch hier noch keine. Und von denen, die wir hier zur Auswahl haben, würde ich ehrlich gesagt keinen mitnehmen. Deshalb gehe ich sofort rein. Okay. Los geht's. Was sehr, sehr wichtig ist, ist hier in dieser Mission Folgendes. Wir müssen ganz genau aufpassen, was wir wann hier reintun müssen. Wir werden hier Anweisungen bekommen. In welcher Reihenfolge wir welche Zutat gleich in den, ich nenne es einfach mal Kochtopf, in den Kochtopf tun müssen. Und dementsprechend vorsichtig müssen wir hier auch vorgehen. Die können da reinrutschen, aber ich nicht, oder wie? Ach, Mann. Nee, den lasse ich offen. Den mache ich zu.
from your last cook on the CrimeNet archive. Looks like we need muriatic acid, caustic soda and hydrogen chloride. Okay, Salzsäure, Ezhardton, was war das dritte? Ah, habe ich jetzt nicht mehr gehört. We'll need at least 3 bags of meth to make this worth our while. These notes are a little chaotic, but we'll make it work. Okay. One wrong move, and the lab goes up in flames. No pressure, right? We could have used those cooks. I think hydrogen is up. Okay, Chlorwasserstoff. Was in der Garage die üblich easy. It's not on. Salzsäure. Ah, die haben uns den Strom abgedreht. Wir brauchen Strom. Wir brauchen unbedingt Strom. Oh, das ist ein Sniper. Nicht von wo der Sniper schießt, doch von da. Okay, und jetzt schnell wieder runter. Okay, wir müssen unser Wunderpuder ein bisschen länger kochen lassen. Ich denke, das habe ich schon mal gesehen. Es gibt weiß, blau und rot. Weiß ist so okay, blau ist absolut ideal. Und rot, das ist rot, will man nicht unbedingt haben. Jetzt Natron. Ich denke, hier liegt genug Zeug, um dass man insgesamt 19 Taschen voll machen kann. Soweit werde ich das hier, denke ich, nicht schaffen. Das ist... Das ist... für mich ein bisschen zu krass, Salzsäure. Okay. Aber mindestens braucht man 3 Bags. Die 3 Bags, die schaffe ich auf jeden Fall. Okay, Sniper... Cloaker. If Bane's notes are accurate, got any hydrogen chloride handy? Chlorwasser, Stoff. Okay, we got a batch. The purity will increase if you let it cook, but don't let it sit for too long. Ja, lassen wir es noch ein bisschen kochen. Wir haben Zeit. Ich
Ich denke, ab 10 Bags kommen die, 10 Bags schickt die Polizei die Dozer. Perfekt. Einer geht noch. Soda, it's not fun. Ah, das ist nicht gut, das ist Strom. Er macht den Strom weg. Strom brauchen wir unbedingt. Ah, das ist nicht gut. Ah, das ist gar nicht gut. Salzsäure. Shit, das war eine Geisel. Irgendwas fehlt mir, das ist nicht gut. Hier die Flasche fehlt mir. Wo ist die Flasche? Auch so ein Flaschenzeug. Flasche hier. Ja, ich bin ja hier. Oh lol, das ist schon fertig. Ist ja interessant. Ich denke, 4 Bags gehen, oder? Oder? Ich meine, ich habe gerade noch mal genug Zeug für einen 4. Bag. Schon wird blau. Das Zeug wird halt nicht blau. Oder kocht das wirklich nur während dem Polizeiangriff? Wäre auch interessant. Oder ist das hier schon rot? Nee, oder? Ist das schon rot? Tatsächlich so ist. No!
gar nicht gut. Abgeben oder noch einen Bag machen? Abgeben oder noch einen Bag machen? Ich denke, wir geben ab. Das ist, ich denke, der Grundgedanke hinter der Mission ist klar. Man muss halt immer die Zutaten in der richtigen Reihenfolge, das ist ganz wichtig, in der richtigen Reihenfolge reinschütten. Komm schon! Ja, ist nicht ideal, aber wäre auch schlechter gegangen. Gut, das war eine der zwei neuen Missionen und beim nächsten Mal sehen wir uns die andere Mission an. Hier, wo ist sie hier? Turbit Bahnhof. Das gibt's dann beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs wieder mit dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.